Kennst du eine Krankheit, die mit X beginnt oder eine anatomische Struktur, die mit C losgeht? Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Hippocampus. Heute mal ein kleines Video, das ein bisschen anders ist als sonst, aber genauso hoffe ich spannend für dich. Und zwar, wir heißen ja nicht umsonst Happy Hippocampus, sondern du kennst es vielleicht aus unseren Merkvideos. Wir versuchen eben zu vermitteln, dass eben Lernen auch Spaß ja sein kann und man happy dabei ist und trotzdem maximal effektiv lernen kann. Und da ich persönlich selbst auch ganz gerne spiele und beim Spielen sehr viel Spaß habe, habe ich mir überlegt, ob man denn nicht ein Spiel für Medizinstudierende entwickeln kann, wo man eben auch Spaß hat, aber trotzdem irgendwie sein medizinisches Wissen ja zum Ausdruck bringen kann. Und da kam mir das Spiel in den Sinn, du kennst es bestimmt auch, der Klassiker Stadt, Land, Fluss. Ist ja ein ganz lustiges, recht einfaches Spiel, wo es verschiedene Kategorien gibt, wo man einen Anfangsbuchstaben vorgegeben bekommt und dann zu verschiedenen Kategorien, zum Beispiel, du musst einen Fluss mit Buchstaben B finden oder einen Beruf mit K und so weiter. Und dann dachte ich mir, das Ganze könnte man ja fürs Medizinstudium, für Medizinstudierende ummünzen und habe quasi ein Spiel entwickelt, wo es medizinische Kategorien gibt, umgemünzt auf das Spiel Stadt, Land, Fluss. Zum Beispiel, wie im Intro eben schon erwähnt, ist eine Kategorie eine anatomische Struktur, die du zu dem entsprechenden Buchstaben finden musst. Oder zum Beispiel eine weitere Kategorie, finde eine Krankheit zu dem entsprechenden Buchstaben und so weiter. Es gibt verschiedene Kategorien. Ich habe dir mal nicht alle jetzt gezeigt. Das soll auch noch ein bisschen spannend sein. Lass dich überraschen. Ja, das ganze Spiel kannst du hier entweder über den QR-Code herunterladen oder direkt über den Link unten in der Videobeschreibung. Eine weitere Kategorie ist zum Beispiel Erreger. Du musst quasi einen Erreger, das kann auch ein Pilz, ein Bakterium sein, zu dem entsprechenden Buchstaben, der dann vorgegeben ist, finden. Das Coole ist auch, wenn du dir das zum Ausdrucken herunterlädst, das Stadt-Land-Fluss-Spiel für Medizinstudierende, kannst du dir auch die Musterlösung runterladen, falls du bei manchen Buchstaben ja dann doch nicht weiterkommst. Gerade bei der Musterlösungserstellung hatte ich echt so zum Teil meine Probleme, weil manche Kategorien und manche Buchstaben echt gar nicht so leicht sind. Und du kannst ja mal, wie im Intro schon angesprochen, mir mal sagen, welche Ideen oder welche Möglichkeiten dir in den Kopf kommen, wenn du zum Beispiel eine Krankheit mit X nennen müsstest oder eine anatomische Struktur, das kann Knochen sein, eine Leitungsbahn mit C. Schreib es gerne mal in die Kommentare, bin gespannt, ob dir dazu was einfällt und welche kreativen Ideen du dazu hast. Mir macht das Spiel auf jeden Fall mega, mega Spaß, probier es gerne mal aus. Teile auch gerne das Video oder dann auch das eigentliche Spiel, das ist gerne dafür gedacht, das auch weiterzugeben, rumzuschicken, wenn es dir Spaß macht. Und teile gerne auch deine Ergebnisse oder vielleicht kreativen Ideen, die du zu den einzelnen Kategorien hast. Verlinke uns gerne auch auf Instagram, wenn du vielleicht mal dein Ergebnis irgendwie ja zeigen möchtest, fände ich auf jeden Fall sehr spannend. Und vielleicht kennst du sogar das Spiel schon, denn wir haben ja eine Kooperation, relativ große, mit Thieme oder mit Via Medici. Dazu kann ich vielleicht auch mal nochmal ein extra Thema machen. Und da haben wir auch das Spiel in die Erstitüden von Thieme mit reinpacken können. Also wenn du Glück hattest und vielleicht schon so eine Tüte hattest, kennst du das Spiel schon, dann schreib es gerne auch mal in die Kommentare. Gib mir auch gerne Feedback, wie es dir gefallen hat, wie dir die einzelnen medizinischen Kategorien ja gefallen oder welche Kategorie oder welche Kombination, Kategorie, Buchstabe dir am schwersten gefallen ist. Fände ich auf jeden Fall mega spannend. Und wenn dir eben die Idee mit diesem Stadt-Land-Fluss-Spiel für Medizinstudierende gefallen hat oder du das schon gespielt hast und Spaß daran hattest, gib auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da, abonniere unseren Kanal, dann verpasst du kein Video mehr. In den nächsten Videos wird es dann wieder mehr um Lerntechnik geht, um Inhalte, wie du effektiver lernen kannst, eben mit Spaß, nicht nur bei so einem Spiel, wo man was lernen kann. Genau, in diesem Sinn wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren, beim Herunterladen und Spielen von diesem Spiel und freue mich, dich im nächsten Video ja wiederzusehen. Mach's gut, ciao. Schreib's gerne auch mal in die Kommentare, würde mich wissen, wer schon alles von dem Stadtland-Fluss-Spiel für Medizierende